Ja, durch röstengene Effekte verloren. Okay, ja, das kennen wir alles schon. Das sind alles ganz tolle Tipps. So. Oh. Oh, jemand Neues. Kann ich was für dich tun? Bist du am Glotzen? Was? Niemals. Ich bin Kaufmann. Ich bin sogar Ihr Anführer. Wir sind so weit gereist, aber Männer dürfen die Stadt nicht betreten. Und deswegen bist du am Glotzen. Ich stelle nur Nachforschungen an. Nachforschungen. Ach, ist mir egal, was du denkst. Ich weiß endlich, wie man nach Gerudestadt hineinkommt. Das ist die Hauptsache. Und zwar... Hehehe, dann lass mich dir meine heldenhafte Geschichte erzählen. Ich bin jetzt schon fast eine Woche hier. Ich kann gar nicht zählen, wie oft mich die Wachen schon rausgeworfen haben. Ich wollte schon aufgeben. Aber dann habe ich einen Mann gehört, der sich in die Stadt geschlichen hat. Dieser Mann soll zwischen dem Wüstenbasar und Gerudestadt hin und her reisen. Auf den warte ich hier. Aha. Das heißt, wir kommen hier in die Stadt nicht rein. Hallo? Was? Stehen bleiben! Was glaubst du eigentlich, wo du hingehst? Ein Wolf darf Gerudestadt nicht betreten. Fort mit dir! Okay. Sind das Kisten? Was? Hierher, hierher! Saba-saba! Safsaba! Sag nicht, dass du zu Fuß durch die Grudewüste gekommen bist. Ja. Durch den Sand zu laufen war sicher sehr anstrengend. Bei uns reist man eigentlich immer per Sandrobbe. Ich bin Freya. Mir gehört der Sandrobbenverleih in der Stadt. Es gibt nicht viele zahme Sandrobben. Daher ziehe ich wilde Sandrobben auf und trainiere sie. Wenn du etwas über Sandrobben wissen möchtest, frag mich. Ich sehe vielleicht nicht nach einem Sandrobben-Trainer aus, aber meinen Fähigkeiten kannst du vertrauen. Okay, Sandrobbe. Ein Woi! Hier ist ein Woi! Sofort festnehmen! Was? Wo? Wie habt ihr mich gesehen? Oh! Woi dürfen unsere Stadt nicht betreten! Das ist das Gesetz der Gerudo! Ist das klar? Lass ich hier nicht mehr blicken! Wie hat die mich gesehen? So, Revali, hilf mir mal gerade. La 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 la. Was? 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 Wow. Die hat ja Augen wie ein Luchs. Du warst schon einmal hier zu zeigen? Ich habe doch deutlich gesagt, dass wir keine Wollen in der Stadt lassen. Hast du es endlich verstanden? Dann hau ab und lass dich hier nie wieder blicken. Ja, doch. Bin ja schon weg. Willst du den Kampf, was? Ja, ich will den Kampf. Die haut zurück. Okay. Ich hab's herausgefordert. Ich darf mich nicht beschweren. Was haben wir denn? Ist das... Was ist dies? Ernsthaft, jetzt ist mir kalt. Moment. So rum. Warme Winterkleidung. Ach, Wüsten. Tagsüber, wo es den Tod, weil sich einfach die Hitze erschlägt. Nachts überhörst du den Tod, weil die Temperaturen unter Null fallen. So, was ist das hier? Ich komme nicht ran. Stirb. Hat alle. Danke. So.
Ernsthaft. Oh! Das ist selber Elektrovieh. Moment. Ein Ritter-Zweihänder. Die muss ich noch fotografieren, ne? Ne, muss ich nicht. Habe ich schon. Okay. Na dann. Hallo? Was macht ihr alle hier? Warum gibt es so viel Aua? So viele Exalfos. Wow. Wow, was hast du für eine Waffe in der Hand? Irgendwas, was mich hochhält? Also. Ist das, was mich mehr hochhält? Vielleicht? Oh Mann. Apfel. War nur ein starker Exhalten. Jungs, ihr habt keinen Kopf in der Nähe. Danke. Sterbt! So. Die Frage ist, was mache ich jetzt hier? Also ganz offensichtlich muss ich mich einmal durcharbeiten. Was? Oh, da hinten. Sonst geht's dir gut, wa? Stirb! So, was liegt da noch? Lederbeißer. Teile. Sonne geht auf, ich brauche gleich wieder ein Kühlmittel. Hier ist nichts. Oh doch, da ist was. Was ist das denn? Eiskeller im Norden. Hier geht's runter. Hallo? Wer da? Für heute ist Feierabend. Wenn es was gibt, komm morgen wieder. Es ist 4 Uhr morgens. Steh auf. Moment. Nein, das ist die Poppenpfeile. Ich bitte euch. Aha. Was haben wir denn da? Einen Gerudo-Bogen. Diesen elegant verzierten Bogen verwenden die Gerudo im Kampf und bei der Jagd in der Wüste. Er besitzt eine hohe Reichweite.
Okay, man sollte einfach bloß das Ding da frei machen. Ich verstehe. Okay, ich kann sie schon mal nicht einsperren. Wo geht's denn dahin? Kommt man überhaupt hoch? Ja, ja, hier, Leitern. Ah, was? Ich wollte nicht runter, ich wollte hoch. Warum sind wir direkt runtergehopst? So rum. Ah ja. Okay. Das heißt, das hier oben ist relativ egal. Yay. Was ist denn da oben noch? Oben ist noch irgendeine Ruine. Da ist übrigens auch der letzte Turm. Dann gehen wir doch mal zum letzten Turm. Insofern ich hier hochkomme. Denn aktuell würde ich sagen, ich falle gleich wieder runter. Das wird ein langer Sturz. Natürlich. Wow, wow! Autsch. Was? Ach, bitte nicht. So, ist es jetzt inzwischen Zeit genug? Ah, sie ist wach. Das ist der Eiskeller, wo wir Eis von den Schneebergen im Norden lagern. Dieses Eis ist für uns sehr wertvoll, deshalb passe ich hier rund um die Uhr darauf auf. Ach so. Ja. Wenn das so wertvoll für euch ist, dann tut es mir leid, dass ich euren Eisschloss hinten geschmolzen habe. Wow. Okay. Ja, gut, dass ich hier war. Ich könnte mir die warme Windelkleidung wieder ausziehen. Moment. So könnte ich hochkommen. Ja, ihr könnt nicht so toll klettern wie ich, ne? Oh, hallo. Hallo. Na gut. Das war jetzt nicht so eine tolle Ausbeute, aber okay. Oh, schaffe ich das? Ich bin gespannt. Ich befürchte nämlich fast nein.
Schnell, Link, schnell. Unsere Ausdauer geht zu Neige. So, haben wir oben irgendwas drauf? Irgendwas Interessantes? Nö. Okay, dann weiter. Link, der alte Bergsteiger. Oh, hier kann ich mich auch nochmal ausruhen. Das ist sehr gut. Ich kann mich auch ein bisschen dem eigentlichen Berg nähern, wo ich eigentlich hin muss. So. Sehe ich ihn von hier aus schon wieder? Das ist auf alle Fälle schon mal die Ruine, die wir vor uns gesehen haben. Schau doch mal, was es hier so gibt. Wenn es hier was gibt. Aber wahrscheinlich muss ich gleich wieder mir ein Kühlobst reinpfeifen. Wo war denn jetzt eigentlich der Turm? Oh. Bist du Eis oder Blitz? Du scheinst Eis zu sein. Brauche deinen Eiszauberstab. Wow. Sie haben mich gesehen. Ah, ne, ist ein Polarstab. Na super, den brauche ich nicht. Au! Wow, wie viele sind das? Revalis Sturm ist bereit. Das ist sehr schön. Sozusagen habe ich jetzt die stärkere Variante der der Eismagie gefunden. Sie droppt aber eine Polarstäbe und ich brauche Eisstäbe. Ich brauche sowieso noch so viel. Der Junge in Hateno wollte ja ein Reiseschwert sehen. Der Krog wollte einen Eisstab. Ah. Ja, wow. Hier ist wieder eiskalt oder was? Oh, da hinten ist ein Drache. Was ist... Hat dieser Turm keine Plattformen? Doch, da oben. Wow. Ah ja, ich sehe schon. Ja! Ich muss da wohl ganz nach oben und von dort aus dann rüber hopsen. So verstehe ich das zumindest gerade. Mhm. Lasst mal. Danke. Wow. Was geht denn hier los?
jetzt eigentlich gedacht, dass das Ding da verbrennt und der Stein runterfällt. Wohl nicht. Da schreiben wir sie doch mal so. Oh, das ist die falsche Waffe. Moment. Moment. Hallo? Ah ne, es war ein Stachelbockstock. Ich dachte, das ist echt, die haben hier ein Dingens bekommen. Was war das? Ich habe gerade hinten hier ein Feuerschwert. Ganz leise. Ruhe. Hier wird nicht gewinselt. Überfall. Danke. Wow. Reactor Physics, please. Ist doch schön, dass die Poplanz immer noch im Boden steckt. Oh. So, ihr dürft jetzt alle fliehen. Ich habe gerade euren Anführer umgebracht. Ja, ich darf definitiv von dort oben aus nach da drüben. Was? Bist du's? Ist schon mal nicht hier.